So. Wobei, Mann, wie lange wohnen denn Ihre Nachbarn schon nebenan? Meine Nachbarn, die haben vor 2 Jahren nebenan das Häuschen gekauft. Und ich hoffe, dass die das noch lange halten können. Wissen Sie, die sind nämlich so nett, die kümmern sich so gut um mich. Die machen Einkäufe, die reparieren kleine Sachen im Haus. Ja, und ab und zu gebe ich denen dann auch mal ein Scheinchen dafür. Und wieso hoffen Sie, dass die sich das Haus noch lange leisten können? Haben die Geldprobleme? Ja, wissen Sie, die beiden hatten so viel Pech die letzte Zeit. Der Ben hat seine Arbeit verloren, der ist arbeitslos geworden. Und der bewirbt sich überall und kriegt nichts Neues. Ja, und die Mascha, die arbeitet im Supermarkt, aber die verdient ja auch nicht wirklich so viel, ne? Hm, verstehe. Hallo! Hallo! Die Tür war offen. Ach, das ist... Entschuldigung, die Störung. Ich habe vergessen, was zu fragen. Also ich und mein Mann, wir planen auch einen Umbau. Ich wollte fragen, können die Handwerker nachher kurz zu uns kommen, und um einen Kostenvoranschlag zu machen? Ja, wir haben viel zu tun gerade, aber ja, ich komme mal vorbei. Kann aber morgen werden. Ja, es eilt ja nicht. Alles klar. Gut, dann. Tschüss. Nächstes Mal. Mascha. Ja? Die planten Umbau, obwohl die keine Kohle haben? Also das ist aber echt schon ein bisschen seltsam mit denen, ne? Von der Statur her würden sie auch auf die Täterbeschreibung passen. Na gut, das hieß ja, die weibliche Person hatte blonde Haare. Sie hat eindeutig schwarze Haare, aber kann man sich kurzfristig färben, ne? Nee, das vergessen Sie mal ganz schnell. Das waren die beiden nicht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja gut, geben Sie uns trotzdem mal die Namen von den beiden, also die vollen Namen. Vor- und Nachname. Ja, Ben und Mascha Steffen. Ben und Mascha Steffen, okay. Mhm. Danke, ja. Okay, Frau Bellmann, jetzt zeigen Sie uns aber bitte erstmal, wo genau haben Sie den Koffer gefunden? Also, ich stelle ja immer alles an dieselbe Stelle zurück, sodass ich es wiederfinde. Sie wissen ja, weil ich nicht gut sehen kann. Oh, okay. Und der Wäscheständer lag umgekippt. Mhm. Und dann habe ich da was in der Ecke stehen sehen. Und da war der Koffer. Da hinten drin? Ja. Hm. Tja, gut. Ja, und brauchen Sie mich denn hier unten noch, oder? Nee, nee, wir kommen schon klar. Vielen Dank, gut, ja? Gut, dann gehe ich mal nach oben, ne? Danke. Bitte. Jo, Alex, ich bin's. Tu mir bitte einen Gefallen, ja, und überprüf 2 Personen für mich. Ben und Mascha Steffen. Die wohnen hier neben der Frau Hollmann. Ja. So, Kamera, wo haben wir die? Kamera. Boah, ist das ein neuer GPS-Tracker? Ja, die Dinger werden immer kleiner. Ja, mega. So, die Kamera platzieren wir mal hier. Also, der Tracker ist platziert. Damit wir dich auch nicht aus den Augen verlieren, ne? Oh, Marie, mein Kind, das ist aber schön, dass du hier bist. Ich geh mal gucken, wer das ist, ne? Das ist aber schön, dass du hier bist. Hör mal, ich hab mit dir gar nicht gerechnet. Ja. Ich musste nicht arbeiten heute. Ja, doch, aber ich habe ein bisschen früher Schluss gemacht und dann konnte ich dich noch besuchen. Hallo? Hallo? Ja. Ist irgendwas kaputt gegangen oder warum hast du einen Handwerker da, Oma? Nee, ich lass renovieren, mein Kind. Ach, übrigens, das ist meine Enkelin Marie. Hallo. Ja, wir machen alles ein bisschen altersgerecht, ne? Wir bauen ein bisschen um. Ach so? Wusste ich gar nicht. Finde ich auch eine gute Idee. Prima. Cool. Ja. Gut. Eigentlich ganz gut, dass Sie da sind, weil also ab morgen können Sie wirklich laut und dreckig werden. Und wir planen, Frau Bellmann irgendwie woanders unterzubringen. Vielleicht hast du ja eine Idee. Ja, ich wohne nur 2 Straßen weiter. Und dann machen wir es einfach so. Du nimmst mein Bett, ich schlafe auf der Couch. Und dann kannst du nämlich von da aus den Umbau auch ganz gut im Auge behalten, oder? Perfekt. Ja. Das ist ja wirklich lieb. Na, gar kein Problem. So, aber Marie war immer schon ein liebes Kind. Ach ja. Ach so, weshalb ich eigentlich gekommen bin, ich hatte Muffins gebacken. Und das Gute ist, diesmal sind sie auch nur ein klein bisschen braun geworden. Ja, magst du auch einen haben? Also, die riechen verdammt gut, aber vielleicht später. Marie, machst du uns mal einen leckeren Kaffee dabei? Zu den Muffins? Ja, ja, genau. Ja, gut, mach ich. Danke, Liebes. Ja. Finden Sie meine Enkelin auch nett? Ja,
Ja, die macht einen ganz netten Eindruck. Frau Bimmert, folgender Plan. Nach der Kaffeepause verlassen wir alle das Haus. Bitte auch Sie und Ihre Enkelin. Und dann bleiben wir aber in der Nähe und behalten das Haus im Auge, ja? Ja, okay, so machen wir das. Alles klar, ich weiß. Ja. Danke. Alex, was ist los? Philipp, wie sieht's aus bei euch? Ja, du, hier tut sich noch gar nichts. Und bei euch? Es gibt Neuigkeiten vom Opfer. Der Zustand des Fahrers ist mittlerweile stabil. Die Ärzte gehen davon aus, dass er durchkommen wird. Gut, dann drücken wir mal die Daumen. Sag mal, habt ihr die Nachbarn überprüft? Die haben ein Motiv, ja? Die sind in Geldnot. Und außerdem wären die problemlos an den Schlüssel gekommen. Aber die Nachbarin, die hat schwarze Haare. Aha. Im Fluchtwagen wurden zwei synthetische, lange, blonde Haare gefunden. Synthetisch? Also du meinst von einer Perücke? Ja. Und da ist noch was. Der Ehemann, Ben Steffen, ist wegen Versicherungsbetrugs im großen Stil vorbestraft. Ja, und dann sind ja seine Fingerabdrücke registriert. Habt ihr irgendwas am Fahrzeug sicherstellen können? Leider wurden noch Fingerabdrücke vom Besitzer und seiner Familie gefunden. Wahrscheinlich haben Bonnie und Clyde Handschuhe getragen die ganze Zeit. Okay, davon war ja leider auszugehen. Yes, es Maria und Jose, was denn los? Oh, können Sie mir bitte helfen? Was ist passiert? Es geht um meine Oma. Meine Oma wurde entführt. Sie hat mir auch alles erzählt. Ich weiß jetzt, dass du eigentlich gar kein Handwerker, sondern ein Polizist bist. Und sie hat nur ihre Blutdrucktabletten vergessen und dann wollten wir die schnell holen. Und dann kam um die Ecke einfach so ein maskierter Mann, zerrt sie ins Auto und nimmt sie mit. Was? Und das muss ja mit dem Überfall irgendwas zu tun haben, aber davon weiß die Oma ja gar nichts. Okay. Und deswegen können Sie mir bitte helfen. Ja, pass auf, du beruhigst dich erstmal. Atme tief durch. Was war das für ein Auto? Roter SUV und... Noch was? Nein. Okay, ich gebe das kurz weiter. Michael, Frau Bellmann wurde entführt. An alle eingesetzten Kräfte. Gefahrene wird nach einem roten SUV mit getönten Scheiben. Eine ältere Dame wurde entführt. Der Entführer ist gefährlich und wahrscheinlich bewaffnet. Mach die Tür zu. Tür zu! Michael, ich suche den Fahrer. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kling mich auch ein. Entschuldigung, bist du schon länger hier unterwegs? Okay, hast du gesehen, wie irgendwie eine Frau in einen roten SUV reingezogen wurde? Okay, alles klar, danke. Micha, habt ihr was? Hier ist nichts. Negativ, ich bin gerade erst losgefahren. Mann, das kann doch nicht sein, ja? Warum wurde Frau Bellmann entführt? Das macht doch gar keinen Sinn. Warte, das Signal bewegt sich. Da muss jemand den Koffer haben. Warte, warte, was sagst du? Warte. Micha, ich seh's gerade, der Koffer ist weg. Ey, wir wurden gezielt weggelockt vom Haus, ja? Die einzigen, die wussten, dass wir von der Polizei sind, sind Frau Bellmann und ihre Enkelin. Wo bewegt sich das Signal hin? Das Signal bewegt sich stadtauswärts. Ich komme mit Fahndung an alle Einsatzkräfte. Unser GPS-Signal bewegt sich auf der Herzogstraße stadtauswärts. Ich wiederhole, Herzogstraße stadtauswärts. Alles klar. Jo, Philipp, ich habe Sichtkontakt. Der fährt die Jägerstraße stadtauswärts. Guck mal, dass du von Osten die Straße zumachen kannst. Alles klar, mach ich. Kriminalpolizei! Raus aus der Karre! Ganz langsam die Hände aufs Dach! Ganz langsam aufs Dach, wo ich sie sehen kann! Hände aus der Tasche! Zeig mir deine Hände! Aber ganz vorsichtig! Hände langsam aus der Tasche! Waffe weg! Hände von der Waffe! Die Waffe weg! Der hat eine Waffe! Hände weg von der Knarre! Raus aus dem Wagen! Komm raus, aussteigen! Hände hinter Kopf! Hände
Hinterkopf! Koffer ist auf der Beifahrerseite. Jetzt brauchen Sie auch nicht rumzuheulen. Das macht's auch nicht mehr besser. Ihr sauberer Freund hat gestern im dreifachen Familienvater in die Brust geschossen. Der Mann kämpft immer noch um sein Leben. Philipp, alles da. Ist das Geld wirklich ein Menschenleben wert? Ich wusste doch nicht, dass das passiert. Du sagst jetzt gar nichts mehr. Er arbeitet selber bei der Sicherheitsfirma. Du sagst jetzt gar nichts mehr. Und er hat gesagt, dass es eine todsichere Sache ist, weil er jedes Detail kennt. So, ich wusste doch nicht, dass jemand verletzt wird. Bei einer Sicherheitsfirma ist er. Mach die Tür auf! Mach die scheiß Tür auf! Rescher Geldtransporter, wir werden gerade überfallen. Wo sind Sie? Wir sind auf der B214 Stadt auswärts. Der hat auf meinen Kollegen geschossen. Aber schneller, komm! Tür aufmachen! Waffe weglegen, aussteigen! Schneller, komm! Wir haben keine Zeit jetzt, schneller! Hintergehen, Tür aufmachen! Komm her! Ja, ist ja gut. Gib mir die Tasche. Hier das Geld da rein! Schneller, komm! Gib her jetzt, komm! Weg hier! Antonio! Und dann haben Sie die Beute bei Oma im Keller versteckt. In dem kleinen grünen Koffer. In der Hoffnung, da findet sie keiner, oder? Ja. Und dann hat sie mir alles erzählt und dass sie halt zur Bank wollte und dass die Handwerker in Wirklichkeit Polizisten sind. Und Tom und ich wollten dann einfach nur noch weg mit der Beute. Ihre Oma hat ihnen vertraut, Mann. Was ist jetzt mit Ihrer Oma? Sie ist bei mir zu Hause und ihr geht's gut. Ich sag der Oma Bescheid und ruf eine RTW. Ich hab hier alles im Griff. Ja, Stähler hier. Frau Bellmann? Geht's Ihnen gut? Super. Also, wir haben die Täter. Ich habe leider eine schlechte Nachricht. Es handelt sich dabei um Ihre Enkelin und deren Freund. Ja, wir sind uns sicher. Ihre Enkelin hat bereits gestanden. Tut mir sehr leid für Sie. Ich verstehe Sie. Wiederhören, wir melden uns.